Ja, damit herzlich willkommen zum Let's Play von Bioshock 2 Remastered. Das ist mein Zukunfts-Ich. Die Episode 2, also diese und Episode 3 sind ganz leicht zugeschnitten rechts und unten. Man sieht es hier in dem Bild. OBS hat mir das leider falsch aufgenommen und habe das erst nach der Aufnahme bemerkt. Nach den zwei Episoden sieht es wieder normal aus. Und ich würde sagen, Episode ab. Ich hoffe, es ist okay für euch. Das meiste sieht man trotzdem. Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zum Let's Play von Bioshock 2 in der Remastered Edition. Ja, das angezockt kam sehr gut an, hat sehr viele Likes bekommen und jetzt habe ich mich entschlossen, wir machen das Let's Play von dem Spiel und fangen genau da an, wo ich mit angezockt aufgehört habe. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Wenn er denn reingehen möchte. Ah, jetzt. Au, oh, das war laut. Okay. Brennende Feinde nehmen stetig Schaden. Okay, alles klar. Elektrobolt. Unser Kollege, der uns hilft. Okay. Ich glaube, das müssen wir nicht aufmachen. Da sind wir hergekommen. Von da oben. Da hat es auch nichts mehr. Gut. Schauen wir mal hier ein paar Goodies haben. Sieht aber nicht so aus. Alles klar. Ab in die Cafeteria. Was haben wir hier? Oh, Medistation. Die tun wir mal hacken. Gehackte Medistationen kosten dich weniger und schaden Gegner, die versuchen sie zu benutzen. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, erhältst du gratis einen Verbandskasten. Nice. Alles klar. Da gehen wir jetzt noch nicht lang. Ah, ziemlich abgerockt hier. Und die Küche brennt. Mieten. Yes, bitte. Danke. Na, Kollege, kommst du mit? Ah, das mit dem Fliegen müssen wir aber noch üben, ja? Okay, was haben wir hier hinten? Der Lagerraum. Und ich erstimme. Oh! Das hören wir uns natürlich an. Weiß ist nicht schwarz, Dr. Lärm. Unten ist nicht oben und Stroh ist kein Gold. Sehen Sie sich um. Rapture ist kein Wunder. Es ist ein Produkt des Verstandes und der Logik. Unmöglich, wenn 1 und 1 nicht 2 ergibt und A nicht gleich A ist. Und doch, für sich alleine ist jeder Mensch ein Gefangener seiner Vorurteile, Träume, Wahnvorstellungen oder der Phantomschmerz amputierter Gliedmaßen. Für den Einzelnen sind sie vollkommen real. Realität ist Konsens. Und die Menschen verlieren ihren Glauben. Gehen Sie mal spazieren, Andrew. Es regnet in Rapture. Und sie haben einfach beschlossen, es nicht zu bemerken. Oh, die zwei haben sich gern. Wo kommt's denn jetzt hin? Geil, da habe ich mich da selber geschockt. Ich Superheld. Ah. Okay, dann. Was haben wir hier? Uni. Liefspender. Ja, gern. Geht es mehrmals? Oh, nice. Ja, alles klar. Dann machen wir hier mal unser Eve voll. Und komm. Einmal noch. 5. Dann sind wir hier wieder voll. Hier gibt's nichts. Alles klar. Dann gehen wir hier wieder raus. Frischwasser, Money, immer gerne. Und was ist mit Menschen passiert? Diese Menschen sind süchtig nach irgendeiner genetischen Wunderdroge namens Adam. Ich habe das Wort Splicer gelesen, auf Wände geschmiert wie eine Warnung. Einer von denen trieb mich in die Enge und... Himmel, sein Gesicht!
Ich hatte eine Waffe, aber ich zögerte und dann... Dann hörten wir plötzlich beide diesen Singsang, wie aus dem Nichts. Und er ist abgehauen, als wäre der Teufel hinter ihm her. Es hörte sich an wie ein Kind, ein kleines Mädchen. Cindy ist am Leben. Das spüre ich einfach. Oh, erste Begegnung mit der Little Sister. Oh. Das ist jetzt aber uncool. Sophia Lampert, die Splicer auf dich. Die meisten Big Daddy sind wie Sklaven für sie. Sie bewachen die Kleinen. Aber dich hat jemand aufgeweckt. Ja, entweder das oder ich bin selber aufgewacht. Ich weiß um deine Bindung an Eleanor Delta. Um dich selbst zu retten, willst du zu ihr. Aber Eleanor hat eine Bestimmung. Und du kommst darin nicht vor. Im Paradies ist kein Platz für dich. Ja, über das reden wir nochmal. Mit dem Paradies. Aber der Körper müsste eigentlich total verwest sein nach all den Jahren, wo ich da unten gelegen bin. Was haben wir hier? Kenne die Bestie. In der ethischen Psychiatrie müssen wir die Rolle der Evolution bedenken. Depressionen, Panikattacken, sexuelle Störungen. Alles Reaktionen auf den uralten Druck der natürlichen Auslese. Das Ironische ist, genau dieser Theorie wegen haben Ryans Leute mich hierher eingeladen. Sie missverstehen meine Studien der Naturgesetze als Verherrlichung des Faustrechts. Denk immer daran, Eleanor. Man muss die Bestie kennen, bevor man sie töten kann. Ah, die Frau hat echt ein Problem. Okay, was haben wir hier? Verkaufsautomat. Den werden wir natürlich auch hacken. So. Gehackte Verkaufsautomaten haben mehr Objekte und niedrige Preise. Sehr gut. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, bekommst du einen Gegenstand gratis. In dem Fall eine Eve-Spritze. Ah, kann ich mehr. Objekte kaufen. Zirkus der Werte. Verbandskasten. Warum eigentlich nicht? Nieten kaufen auch einmal. Brauchen wir nicht. Nö, nee, brauchen wir nicht. Alles klar, das sollte erstmal passen. Oh, nicht du schon wieder. Schnell, geh zum Aufzug. Gut. Das sieht geil aus hier. Wie so eine Wendestation, oder? Ich glaube, der könnte noch funktionieren, wenn man herrichten würde. Was? Und tschüss. Na komm. Also das... Naja, also das mit dem Schießen müssen wir echt nochmal üben. Okay. Schön Loot hier. Ach Leute. Oh Mann. Nice. Ich hoffe, ihr könnt damit jetzt noch fahren. Das würde mir gefallen. Mal hier noch irgendwelche Goodies? Nö. Was bist du? Uninteressant. Alles klar. Gehen wir mal rauf hier. Wo gehst du hin? Renn nicht so, du hinter Schätzchen! Und wir waren gerade kurz vor dem goldenen Schuss! Hä? Gegner alarmiert? Gut. Also, die Kinder hier haben mir erzählt, du bist ein sehr alter Big Daddy.
lebenslang gebunden an eine einzige Little Sister. Wenn du zu lange von ihr weg bist, stellt dein Körper seine Funktionen ein, wie wenn man ins Koma fällt. Solange das Mädchen hier in Rapture ist, sitzt auch du hier fest. Der Name deiner Kleinen ist Eleanor Lamb, die Tochter von Sophia. Das ist, denke ich, der Grund, weshalb Lamb dich hasst. Eleanor wird in Fontaine Futuristics festgehalten, auf der anderen Seite der Stadt. Du musst dorthin und sie befreien, bevor es zu spät ist. Ja, ihr werdet Zeit vorzugehen. Moin! Und tschüss. Okay, was haben wir hier? Nix. Ach was, willst du jetzt mitkommen? Nice. Fallniete. Okay, du hast Spezialmunition. Drücke mittlere Maus aus dem Munitionstyp zu einer Spezialmunition, verfügt über eine Vielzahl an zusätzlichen Effekten und Funktionen. Wähle für jeden Gegner die richtige Munition. Lass mal ausprobieren. Okay, das ist einfach. Haben wir hier noch was drin? Nö. Hier kommt's einmal mit, bitte. Ah, die haben auch schon mal besser ausgeschaut. Hier noch irgendwelche Goodies. Oh, nice. Oh, und wieder was mal denn? Verbesserungen an Suchungswerk. Dr. Su Chongs Tod war ein schwerer Schlag für das Protector-Programm. Aber langsam wachse ich in seine Rolle hinein und merze die Fehler aus, die seine Nachlässigkeit mit sich brachte. Wir nehmen wieder Fahrt auf, aber ich bin noch nicht zufrieden. Sicher, der Big Daddy verteidigt das Mädchen, aber er ist nur auf Kampf programmiert. Wie ein Schäferhund, der nur dumm herumläuft, sobald einmal kein Wolf seine Herde angreift. Ist kein Angreifer da, ist seine Little Sister für ihn nicht mehr als eine Zimmerpflanze. Wir brauchen aber eine stärkere Beziehung. Eine unzerreißbare physische Bindung. Okay. Und so wie es aussieht, ist nur eine Strecke aktiv. Nach Ryan Amusements. Was der Pauper Swap? Ja, klar. Nach Futuristics kann man nicht durchfahren. Wäre ja viel zu einfach gewesen. Moin. Komm, lauf da mal durch. Ich glaube, der explodiert gleich. Okay. Oh, ich sehe eine Kamera. Dich werden wir gleich mal hacken. Nice. Express, Ratchers fastest way to travel, mit der Schwebebahn. Hier, im Tickethäuschen. Moin. Siehst du, das ist der Grund, warum ich Sophia Lampe kämpfen muss. Sie benutzt die neuen Little Sisters für irgendetwas. Und ich bin zurück, um sie zu retten. Tue ich das nicht, sterben noch mehr Kinder wegen meiner Sünden. Und der Albtraum Rapture geht immer und immer weiter. So, sprechen wir. Bürger von Rapture. Das ist Subject Delta. Hinter dieser Maske steckt ein Feind des Volkes. Ohne Seele, ohne Mitgefühl. Er ist eine Bestie, ein Monster. Und als Familie müssen wir ihm den Kiefer zerbrechen und ihn ins Meer zurückjagen. Lamp wird hier alles umkrempeln, um dich zu finden. Bitte halte die Splicer zurück, bis wir entkommen sind. Ja, das ist jetzt mit Ansage, wa? Ja? Oh,
Nice. Oh, wir waren doch gerade... Okay, waren das jetzt alle? Danke. Boah, das macht mich immer so nervös. Ich muss dich jetzt verlassen und das tut mir sehr leid. Aber ich muss noch anderen helfen, bevor diese Stadt ertrinkt. Dieser Mann, Sinclair, er ist auf unserer Seite und wird dich zu Eleanor führen. Leb wohl, Delta. Und viel Glück. Also du bist dann ein... Tja, sieh einer an, der aufrechte Ritter, komplett mit Dampfrost sozusagen. Ich heiße Augustus Sinclair, alter Junge. Esquire. Die alte Tannenbaum und ich haben ein gemeinsames Anliegen im Fontaine-Hauptquartier. Das ist der Laden, wo du auch Eleanor Lamb finden wirst. Ich glaube, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Komm mit der Bahn zu Ryan Amusements. Bis bald. Ja, gleich. Oh, schade, ich will mit dir halt mitgehen, weil ich wollte sie ja gerade beschützen. Ah, ja. Okay, Bot Shutdown braucht man nicht. Da geht's auch nicht weiter. Wir könnten noch einen Health Pack da mitnehmen. Okay, wie ging das mit dem Heilen nochmal? Nicht mit Q? Ach, mit Steuerung. Okay. Okay, Delayed, Dennis Pub, Cancel, Cancel, Ryan's Amusement. Ich glaube, die Anzeige stimmt nicht mehr so ganz. Wir haben dann noch... ich glaube, die kaufen wir doch mal hier Nieten. Objekte kaufen. Willkommen im Zirkus der Werte. Ansonsten, das passt. Ach, machen wir mal voll. Werden da garantiert wieder welche finden. Ja. Da wären aber welche gewesen. Nice! Endlich Zug fahren! Alles klar? Sieht's basic aus? Los geht's! Ganz vage erinnere mich an diesen Ryan Amusements. Und ich habe keine schönen Erinnerungen daran. Aber immerhin, Freizeitpark. Wow, hau lieber die Bremse rein. Es sei denn, du willst deinem Leben an dem Gletscher da vorne ein Ende setzen. Wie du siehst, Chef, ist die Station völlig vereist. Um also rechtzeitig zu Eleanor Lamb im Fontaine-Hauptquartier zu kommen, müssen wir den Weg freikriegen. Um das ganze Eis zu schmelzen, brauchst du ein Plasmid, das das reinste Höllenfeuer entfacht. Wir haben in dem Vergnügungspark da drüben immer ein nettes Produkt namens Abfackeln verkauft. Sieh zu, ob du da reinkommst. Ich kenne die ganzen Fahrgeschäfte schon. Ja... ich glaube, ein Feuer wird es auch tun. Komm mal da rein. Na, komm jetzt. Spiel. Schöne Aussicht. Wird es doch garantiert wieder einen Bosskampf geben, oder? Showing Vorstellung, die Reise zur Oberfläche. Startet im Museum einen Besuch ab. Mach mal. Oh, jemands Wohnung. Ah, ich hätte das ganze Zeug nicht kaufen sollen. Cheese Hour Salvation, das ist eine Rettung. Ah, okay. Wow. Clown. Er schießt doch. Beschissener Clown! Glaubst du, ich würde dir keine scheuern? Na, komm her. Alles klar.
Noch jemand? Ah, gruselige Musik. Hör auf damit. Okay, Ticketschalter. Und da soll ich auch reingehen. Du bist ein seltenes Modell, mein Junge. Alpha-Serie, glaube ich. Ein Tropfen von deinem Blut ist ein wissenschaftliches Wunder und würde eine Stange Geld einbringen an der Erdoberfläche. Solltest dir überlegen, wie du darauf kommst. Vielleicht könnten wir ja zusammen abdampfen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn die doch mal ein Blut kriegen. Man sieht, was hier alles passiert ist. Was? Waffen-Upgrade-Station? Ja, ich hätte gern... Ach, das geht nur einmal. Ah, schade. Haben wir auch nichts. Es sieht noch ärger aus. Und der alte Schäferhund. Ich sollte technischer Leiter in einem Park werden, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Und jetzt sitze ich rum und passe drauf auf wie so ein alter Wachhund. Meine ersten automatischen Puppen haben die Kinder begeistert. Aber Ryan hielt meine Vision für unausgereift. Antiquiert. Das Ganze hätte wirklich eine nette Sache werden können. Aber er hat eine Schule draus gemacht. Ach, was sag ich. Eine Kirche. Zu seiner eigenen Verherrlichung. Oh, Big Daddy. Oh, bitte. Was haben wir hier? Kari. Was? Ich bin jetzt da runter und nur mit der Karte. Damit kommst du in den Park. Aber Plasmide kosten Adam. Das ist der Genglibber, mit dem du korrigieren kannst, was Gott dir mitgegeben hat. Die Little Sisters haben das Zeug in ihren Bäuchen. Du musst also eine finden. Ich habe in der Nähe der Eldorado Lounge wen flüstern hören. Sieh mal nach. Dass die Mobs auch immer auftauchen müssen in Regionen. Versteckt euch! Und kein Scheiß diesmal! Okay. Nein. Noch einer? Ah ja. Ich meine, wie doof seid ihr? Ihr kennt schon die anderen Big Daddies und geht's denn aus dem Weg? Und dann greift sie mich an. Vielleicht sollte ich mal zur Abwechslung ein bisschen mit dem Bohrer. Willkommen bei Ryan Amusements. Führen Sie jetzt Ihr Ticket ein. Kinder unter 3 Jahren zahlen die Hälfte. Ich bin Andrew Ryan. Willkommen bei Ryan Amusements. Viel Vergnügen in unserem... Erstes Gen-Tonik umhalten. Tonika sind passive Fähigkeiten, die eine Reihe nützlicher Wirkung haben. Im Gegensatz zu Plasmiden müssen Tonika nicht aktiviert werden. Sie entfalten die Wirkung, sobald sie die Ausrüstung hinzugefügt werden. Okay. Schnelligkeitsschub. In der heutigen gefahrvollen Zeit kann es nie schaden, schnell zu sein als andere. Denk daran, dass du es ja nicht unbedingt mit einem Splice aufnehmen musst. Vielleicht reicht es auch schon schneller als dein Nachbar zu sein. Was für eine Anspielung ist das? Park. Jetzt sind wir schneller? Okay. Gift Shop. Ich glaube, ich gehe erstmal hier auf die linke Seite. Moin. Was war der Traum von Rapture? Andrew Ryan erwacht eines Nachts, während er auf seinem Hochseeschiff, der Olympian, im Atlantik kreuzt. Sein Schlaf wird von einem einzigen Gedanken unterbrochen. Hier ist es, ruft er seinen Matrosen zu, während er sich den Schlaf aus den Augen reibt. Maschinenstopp! Hier beginnen wir zu bauen! Echt? War das so?
Olympien, umgebaut für schwere Bauarbeiten, kehrt mit neuer Ladung zurück. Eine hochmoderne versenkbare Plattform mit dem Spitznamen The Sinker bringt Vorräte und Arbeiter auf den Meeresgrund tief unten. Okay, erstmal keiner, dann kann ich hier erstmal weitermachen. Nachdem erstes Material auf den Meeresgrund gebracht wurde, wird die Plattform fest im Sedimentboden verankert. Massive Stahlträger werden Dutzende Meter weit in Fels und Schlamm versenkt. Unter der Plattform arbeiten Ingenieure daran, Hindernisse zu überwinden, wie etwa diamanthartes Felsgestein, störrische Meeresbewohner und unvorhergesehene Hohlräume. Okay. Hall of the Future. Geh mal da mal rein. Verdammter Schrotthaufen! Du hast das kaputt! War Edna! Alles, was du anpackst, wird zu Scheiße! Armselig! Meine Kälte bekommt Scheiße! Oh, Scheiße, das Teil schießt ja! Fuck, das müssen wir hacken. Im Moment ist alles auf den Beinen. Außer Ihnen. Sie haben die aktuelle Okay, gehackte Geschütze sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Wenn du beim Hacken einen blauen Bonus schaffst, richten sie mir Schaden an. Mietproduktlinie von Ryan Industries immer noch nicht probiert. Wird es nicht langsam Zeit? Entwickeln sie sich weiter. Noch heute. Ja, sehen wir ja, wo sie. Was war das? Nein. Oh, nee. Ja, liebe Leute, da ist dann wohl das Spiel abgestürzt. Okay, ja, dann sehen wir uns mal bei der nächsten Episode und ja, hoffe, das passiert nicht öfter, aber ich habe schon gelesen, dass das wohl öfter passiert mit den Abstürzen. Ja, also, bis demnächst. Hoffe, hat euch gefallen.